In dieser Ausgabe von Mein Welterbe besuchen wir das Welterbehaus und seinen Leiter Norbert Huschner. Er brennt für seinen Beruf und den nachhaltigen Schutz von Welterbestätten. Immer wieder erklärt er bereitwillig, was es mit dem Welterbegedanken auf sich hat und warum dieser einen universellen Wert für die verschiedenen Orte, wie beispielsweise auch die Wismarer Altstadt hat. Heute möchte er uns sein Refugium vorstellen, sein Welterbe, den Hof des Welterbehauses. Wir haben ja kaum noch solche großen Höfe. Und außerdem ist es ein Hof, den jeder durch die Öffnungszeiten des Welterbehauses auch begehen kann. Und hier haben wir zunächst einmal das wunderbare Grün. Wir haben 200-jährige Bäume hier in unserem Hof, nämlich den Maulbeerbaum, eine Stieleiche und ein Gingo. Und das sind ja besondere Bäume, die wir hier eingepflanzt hatten oder die unsere Vorgänger hier eingepflanzt haben. Und zum anderen haben wir das Thema Wasser hier thematisiert. Wir wollen ganz einfach zeigen, dass das Thema Wasser im Mittelalter nicht nur für Transport, sondern auch für die Wasserversorgung ein ganz wichtiges Thema gewesen ist. Und das haben wir hier im Hof darstellen können. Das Modell spiegelt das Abbild einer Karte aus dem Jahr 1710 wider, welche bis heute im Stadtarchiv der Hansestadt Wismar verwahrt ist. Man erkennt sofort, dass es sich um die Altstadt von Wismar handelt. Außerdem sieht man alle Leitungen, die von der Wasserkunst aus die Häuser in der Altstadt zur damaligen Zeit versorgt haben. Wer sich diesen Luxus nicht leisten konnte, musste mit seinen Eimern zur Wasserkunst und dort schöpfen. Die Wasserkunst selbst erhielt ihr Frischwasser durch eine Leitung aus Metelsdorf. Egal ob Sommer oder Winter, ein Besuch im Welterbehaus und dessen Hof erweitert immer den Horizont und lädt gleichzeitig zum Entspannen ein. Ein tolles Welterbe also.